Nee, nicht ganz. Aber Ja, bleibt also dabei, nur zweimal wechseln. es ist schon in Search entgegen, aber ja, zweimal wechseln. Ja. Na dann. Ja, ich würde es einfach komplett beibehalten. Klar, mit den zweimal wechseln, sonst ist halt öde. Na komm, die räuchern wir aus. Apropos ausräuchern, warum laufe ich hier mit dem Dings rum? Einen Wie gesagt, muss man daran denken, auf den Dingern, auf denen ihr steht. Hier Holzpaletten, die können wegfallen, ne? Die können kaputt gehen. Hier, wir haben ja mehrere Fahrzeuge zur Auswahl, ne? Ja. Und es kann sein, dass wir alle unten sind. Nö. Zu hoch. Oh, Alter. Jawohl. Aber voll getroffen. So viele Gastanks, Alter. Unfassbar. Aber Sven, ich glaube, der hat einen genauen Volltreffer gekriegt gerade. Ja, da war voll. Der hat mich voll erwischt. Herzhaft. Ja, ich sag ja, die gehen kaputt. Wie der sich da rausgegraben hat. Na, das heißt, irgendwann habt ihr auch nicht mehr so viel Fläche zum Stehen. Ja. Ich wechsle. Ja. Der Krach vor allem auch dabei. Ja. Oh, Alter. Jawohl! Weg geht's auch. Du hängst dann aber auch da drin voll fest, du kannst Ja, nichts machen. das war jetzt dein Problem gerade. Ja, du hast zwei Raketen, glaube ich, jetzt ziemlich direkt von mir abgekriegt. Markus! Mein Der ist Markus! ja schon raus. Ja, ich konnte nichts machen, Sven, ich hänge in den Holzpaletten fest. Da Alles kommst du nicht gut. mehr weg. Da steht mein. Habe ich gesehen. Bleibst du noch? Habe ich gesehen, Markus. Ja, immer antäuscht. Na, wenn du nur unten rumfährst, wird das nicht. Ich hab zu viel Schiss. Zu viele Raketen, macht viel Bum Bum. Ich hab da auch Gefühle. Das Svenjas Höschen ist schon ganz feucht. Ja, weil. Oh, Alter, die war knapp. Oh, die war so knapp. Ich will nicht sagen, meine Frisur ist gerade durcheinander gekommen. Oh. Nett. Nettes Ding auf jeden Fall bisher. Aber täuscht das oder werden die Kanister immer wieder neu aufgefüllt? Nö. Das war zu kurz. Verdammt. Oh, ich hab vorbeihauen sollen. Macht jedes Mal Bumm bei mir, ne? Du hast doch sonst nichts gegen so viel Bumsen. Jawohl. Der hat gesessen. Eine Sommer weg hier. Jawohl. Nein! Schön von hinten weggeholt. Sauber. Oh. Das war's. Ach, nee, das ist eine schöne Runde, muss ich mal sagen. Ja. Ja, das ist doch eine Herausforderung mit den scheiß Paletten, weißt Zumindest kann man sich diesmal nicht beschweren, die Spielliste wäre nicht ausgewogen. du? Die zwar nicht ziemlich witzig bisher.
Denk dran, heute bis 15 Uhr, ne? Ja. Wenn man sogar noch Zeit übrig haben, kann man noch ein bisschen rumalbern am Schluss. Ja, ja, das war's mal. Wie findest du eigentlich da hier, Kevin? Hä? Wie findest du das Verhalten vom Hamilton? Naja, ich find's. Okay, er hat sich ja dann am Ende. Hat es ja anerkannt. Das Problem war der Toto, der da so ein bisschen. Der sich da so ein bisschen als schlechter Verlierer outet. Das Problem ist halt einfach, das Problem war nie Hamilton und Verstappen, sondern das sind die ganzen Drittpersonen, die das alles hochgekocht haben. Und deswegen freut es mich auch, dass nächstes Jahr die Teamleiter nicht mehr während des Rennens funken können an vier. Also das war schon, das war ja bei dem einen Rennen schon in Jeddah, wo die dann diesen Bazar, ja, Hamilton vorne oder Verstappen vorne und oder dann Ocon vorne erst. Also das war ein bisschen, naja, sie haben sich keine Freunde damit gemacht, sagen wir es mal so. Bye, 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 bye. Auch der war. Alter, das sieht so geil aus, wenn das Auto so Stück für Stück verschwindet. Das ist der Hammer. Tor! Oha. Was ist mit der griechischen Mythologie? Hä? Tor! Das musst du mal im Fußball machen. Wenn Leute rufen Tor, muss man reingehen. Sie haben gerufen. Und schon direkt Autos wechseln am zweiten Versuch. Ah, Treffer! Schade, ich hab ihn voll erwischt. Hier, Querpass. Ja, du hast gar keine Chance, wenn er da drin denkt, Alter. Ja, du nicht raus. Du kommst sag nicht, ich doch. Du kommst sag nicht, ich doch. Du kommst nicht wieder weg da draußen. Wenn du da drin hängst, da bist du machtlos, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Das ist einfach so. Da setzt er den Rückwärtsgang ein, ne? Hat die Rakete kommen sehen. Aber trotzdem sieht das so geil aus, wenn das Auto drauf landet und dann sich so reingräbt. Das ist so geil. Ah, okay. Ich habe mich die ganze Zeit vorhin nur schon gefragt, was das zu bedeuten hat. Machen wir es doch mal ein bisschen interessanter, hä? Nein. Der war knapp, Alter. Nein, nein, so schön kann doch kein Mann sein. Oh! Nein! Los, geh mir fest! Jawohl. Mist. Komm. Ja, Willi. Aber nee, er hat mich ja nicht getötet. Ich habe einen Volltreffer gelandet, aber waren zu nah dran. Ja. Aber hat er schon seine zwei Autos gewechselt gehabt, ne? Ich glaube ja. Wenn er eben schon gewechselt hätte, ja. Warte mal ganz kurz. Markus, wo bist denn du? Der ist tot.
Ich hab einen Volltreffer bei ihm gelandet, aber das war zu nah dran. Mich hat die Druckwelle erwischt. Normalerweise mache ich das immer mit den Volltreffern, was wenn, aber. Sven, ja. Entschuldigung. Hey, wo sind wir? Und andere Seite. Ah, ich sehe es gerade. Da, wo es hupt. Jetzt kommt der eh nicht mehr vor, hat er schon gewonnen. Oh, ein schönes Bild. Oh, ich habe wenigstens einen Kill von Kevin erwischt. Ja, wie gesagt, ich habe eben Markus mitgenommen. Meine Zuckerschnude. Ich gebe dir gleich. Der haut mir ja schon wieder auf seiner Wampe rum. Wer sagt das, dass das? Aber Markus, hast du vorhin gesehen, was ich gesehen habe? Oder was ich runtergeschossen habe? Ja, das habe ich gesehen, ja. Nein, nein, so kann doch kein Mann sein. So, auf ein neues, meine Schäfchen. Herrlich. Hallo. Gekackt. Alter Sven, was war das? Was bist du da gerade rüber noch geflogen? Na, du hast das gleiche gemacht wie ich vorhin. Nee, das habe ich runtergeschossen. Och, jawohl. Aber beide irgendwie gerade. Ist ja nett, dass ihr euch beide gleich drum schlagt. Morgen? Vor allem, der eine hängt in der Luft. Was ist da? Was ist da los? Ne, wir fahren beide. Ja, Markus? Ja? Wir müssen auf den Balletten landen, dass die nachgeben. Unsere Kleine Platz in die Hand. Ich weiß. Jawohl. Wenn du da oben landest und du bist mittendrin, da ist halt vorbei einfach. Hier, Sven, muss man gleich gucken, da hängt eins in der Luft. Eins und ne, das Rohr? Ich weiß, hab vorhin schon gesehen. So knapp. Vor allem, da liege ich auf dem Boden rum, ey. Nein, nein. Ich meine, irgendwo ist die Feuerwehr unterwegs. Vorhin kam auch vor Steve kam so ein Feuerwehrauto die Straße runter. Ich so, das sagt man, seit wann fährt Steve mit dem Feuerwehrauto? Kore, du blöde Kore! Ich bin doof, warum haben wir das nicht gleich gemacht? Was? Na, den Molotov-Cocktail oben auf die Dings, da brennt doch dort oben so schön. Weiß nicht. Ich probiere das jetzt mal, die anzuzünden, die zwei Jungs dort oben. Lass das schon doch runterfallen. Ich hatte keinen Schwung mehr, das wäre nicht drum. Er hat keinen Schwung mehr. Kein Schwung mehr in der Hüfte.
Na, wo sind denn die Molotows? Der kommt so weit durch. Ich komme nicht so hoch. Ich habe nur so einen kleinen. Das macht sich besser gerade. Er kriegt ihn nicht so hoch, ja. Viel zu weit. Guck mal, hier liegt der Markus rum. Ich frage mich, was der dort macht. Ist das nicht ein komischer Platz zum Schlafen, Markus? Ich entspanne nur ein bisschen, weißt du? Bei mir liegt der hier oben. Ich guck mir die Show von unten an, was die da oben treiben. Scheiße. Nein, nein. Ach, wir haben nein, Zeit, komm hoch. Nein. So viel Bumsen kann nicht gesund sein. Oh! Oh! Oh, Markus gelandet, sorry. Der spürt nichts mehr, der liegt nur rum. Pass auf, nicht, dass Kev noch ganz eifersüchtig wird. Ist er doch sowieso. Weil meine Frisur besser aus als Kev und seine. Wir haben trotzdem gewonnen. Nett. Warte mal so nebenbei, wie willst du die Molotow-Cocktails hier hochkriegen? Wenn du aussteigst, bist du doch eh schon tot. Dann direkt tot. Ja, im Flug schmeißen. Ja. Nein, nein. Das Problem ist, wenn du, sobald du noch auf diese Rampe schießt und das Zeug explodiert, hast du keine Kontrolle mehr über das Auto. Aber eigentlich, wenn du oben schießt, hast du eigentlich einen absoluten Vorteil. Muss ich sagen. Hast oben, du? Oben ist es halt besser, quasi. Es ist halt mal andersrum als bei den anderen RPG gegen den Searcher, die wir gespielt haben. Weil wenn du da oben drin stehst, du hast keine Chance, da irgendwie was zu machen. Wenn du in der Mitte landest und du gräbst dich da ein, ist vorbei. Da kriegst du zwei, drei Raketen ab, dann war es das. Die hängen schon wieder in der Luft. Ach, scheiße. Bisschen verbuggt, oder? Oh ja. Zwei, drei Stück. Oh, ja. Oh, herrlich. Kommt schon wieder ein Feuerwehrauto angefahren. Nur, du hast vorhin schon gedacht, das ist der 7. Ja, habe ich auch gedacht. Oh, verpiss dich, Feuerwehrauto. Stimmt, der fährt hier, ne? Ach, Karre da, hau ab mit dem scheiß LKW. Oha. Ja. Hui, Kev ist weg. Ich habe ihn vorbeifliegen sehen. Nein, nein. Nein, nein. Okay. Doch, doch. Oh. Doch, doch. Am Hinterrad. Doch, doch. Ja, das ist gar nicht mal so easy mit den Mollys, ja? Aber der Vorteil ist, dass wir es jetzt ein bisschen auf der eigenen Seite haben. Wir stehen nämlich oben und jetzt glaube ich die entscheidende Runde, oder? Keine Ahnung. Nein, nein. Doch, doch. Nein, doch. Oh. Dieses Nein, Nein ist doch hier Consuela aus Family Guy. Genau.
Nicht die Mama, nicht die Mama. Das ist nicht Family Guy, das ist eine ganz andere Welt. Jetzt bist du aber ruhig. Das war nicht Family Guy. Das war die Dinos. Family Guy? Es gibt bestimmt Portos, die so heißen. Oh, ich habe zwei Zuschauer, Mensch. Doch so viele. Ja, kenne ich gar nicht. Total ungewohnt. Da hat schon mal einer mit dem Beil geworfen, ich hab sie gehört. Oh, Alter! Nein! Was war denn das gerade? Hä? Wo ist da gar nicht hin? Oh, close. Los, jetzt alles geil mit seinem Molli, ich versuch dir. Ich hab grad einen, glaube ich, noch in die Mitte geschmissen. Ja, aber hier brennt nicht. Weg mit dir. Jawohl! Schön, Svenny! Ich hab Svenny rausgenommen. Der Ball, der Kuller da unten rum, ey. Markus, jetzt bist du mal alleine, tut mir leid. Da hat sich Svenny erwischt. Nicht Markus. Ah, der hat doch gesessen. Das war aber knapp. Das war wirklich knapp. Da steht er wie so ein Feigling oben auf dem Dach rum, ne? Was hat das mit Feigen zu tun? Man kann die so richtig ziehen mit dem Molotow-Cocktail, Morbus, ne? Mhm. Ja, vor allem bringen die auch irgendwie nicht. Davon nee. Gehen nicht mal die Dinger kaputt. Ich hab mich selber hochgejagt, aber ich hab dich erwischt noch. Markus, wechsel das Auto. Mach ich jetzt auch. Machst du nicht? Verboten, der hat schon zweimal. Nee, es ist, ich hab nur das erste Auto, du Dödel. Gar nicht wahr, wir haben es genau gesehen. Ich hab's auf Video. Scheiße, dass wir nicht mehr zu zweit sind. Weißt du, was ich schon probiert hätte? Ob man mit dem Geschütz dort arbeiten hätte können, wenn man schlau ist. Theoretisch, ja. Oh, das hab ich jetzt zu spät gesehen. Ach Mann, das hab ich mir selber gerade eingebaut, dass ich mich da mitgenommen hab. Zu weit. Zu kurz. Jawohl. Schön. Aber noch ein Volltreffer kassiert. Oh. Jetzt wollte ich gerade wieder ein Stück zurückschieben, weißt du das? Ist nicht. So, wie sich das anhört. Das fiese ist auch, dass so viele Kanister bei den Rampen sind, ne? Oh, das war jetzt knapp. Ja,
Ja, aber Vorsicht, Vorsicht, Victor. Scheiße! Ernsthaft? Wer hat verloren? Die Markus, ey! Markus, du bist der Meister! Ja, der hat nicht gemacht, das war mehr Glück als Verstand, weißt du, weil wir uns beide weggehauen haben. Beide haben Markus weggehauen. Stimmt, das war mehr Glück und Verstand, weil ihr habt euch selber weggehauen. Ja. Oh, herrlich. Ach, Mann. Egal, Hauptsache, das werden die ja mitgenommen. Ja, das ist klar, dass du es magst, wenn du Svenja nimmst. Das ist ja klar. Das ist normal. So, ich bin mal ganz schnell auf Toilette. Nein, jo. Weiter.